Ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Hearthstone. Ich spiele, ja, ich muss jetzt erstmal ein paar Charaktere freischalten. Daher spiele ich zuerst meinen Lieblingscharakter frei, das ist der Priester. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut, sonst brauche ich den ein kleines bisschen leiser. So. Das dürfte, glaube ich, besser sein. Ich muss kurz gucken, wie ich so richtig. Ja, ich weiß. Das ist die einzige Karte, die ich nicht brauche. Ah, also kann ich nichts sehen. Cool. Die Map kannte ich noch gar nicht. Das war's. Kann ich den kaputt machen? Yay, setze ich an. So, so. Das war's. Ja, okay. Was ihr wolle. Oh, nicht schon wieder das Vieh. Ja. Etwas abgelenkt. Erstmal so. Dann so. Schade, ein Vierermonster. Was kann ich in der nächsten Runde setzen? Ach nö, ich mag den nicht. Wie viel Leben hat er? 2 Leben hat er. Eigentlich will ich diese Karte schon haben, aber die bekomme ich aber nicht den Typen freischalte. Oh, wenn ihr meint. Okay, schrei. Das Vieh muss sterben. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Tja, greif mich einfach an, du Arsch. Und er halt den. Schön. Tagen wir jetzt den ein. Und der muss raus. Weil der macht, wenn. Der ist stark, sagen wir es so. Hat jemand den Arzt gerufen? Hast du gewusst, dass du nervst? So, jetzt sagst du mir den und die. Was ist ihre Fähigkeit? Zieh jeder mal eine Karte. Okay. Der hier gehört mir. Hä? Ach, der hat 3 Leben. Oh. Ein Schuss. Ein Treffer. Ach, du greifst die an. Warum auch immer. Und du möchtest den scheinbar behalten. Ja. Der ist ganz schön. Entschuldigung, warum gibt es so eine starke Karte? Wenn ich es jetzt richtig mache, setze ich den jetzt. Und den und den. Jetzt werde ich ihn einfach aufs Stärkste zerstören. Wenn diese Karte bleibt, dann habe ich in der nächsten Runde gewonnen, aber die werden sie sofort angreifen. Achten. Und ersetzt einen Spotter. Und sie überlebt schon wieder. Ah. Nervig. Setze ich jetzt wohl den Spotter. Und. Okay. Greifen wir den so an. Setzen wir. Warte, erstmal lasse ich angreifen. So. So schwer war das jetzt auch wieder nicht. Ich hatte das Spiel eigentlich schwerer gegen den im Kopf. Aber wenn ich so Glück habe. Ah, neue Karten. Schön. Ich habe mir überlegt, jetzt spiele ich mit. Ich werde erstmal ein bisschen. Mache jetzt erstmal jeden Charakter mit dem Magier, mit der Magierin. Es dürfte eigentlich recht schnell gehen.
Hoffe ich mal. Gegen Rexha. Jäger. Ja, okay. Okay, jetzt bin ich erst der Zweite. Das kann weg, erstmal. Ihr seid als Zweites dran, also erhaltet ihr die Münze. Nutzt sie weise. Verursacht 3 Schaden dazu. Vielleicht meine 3 Schaden auf ihn. Ist doch schön. Ist eine schöne Map. Ich kann auch so viele Münzen da reinschmeißen. Es ist die Frage, wenn ich die jetzt setze, dann ist das sozusagen ein Pasch. Also. Ach, weil. Wie könnte er das jetzt zweimal ein. Egal. Ich lasse mich gerne mobben, ist schon okay. Das war's. Geladen und entsichert. Tja, die sind ganz schön krass. Der kann dem wirklich alles da. Ich hab einfach jetzt schon weniger Leben. Sagen wir so. Muss das Vieh weg. So, jetzt habe ich wenigstens in dieser Runde noch keinen Schaden. Und nicht. Warte. Ist. Kann einfach sofort sterben. Legt euch nicht mit Zorn. Der Typ nervt. Was glaubst du? Hat einfach schon 2 Wildtiere auf dem Feld. Die nerven. Nee. Schade, setze ich nicht ein. Ja. Ich habe ein riesiges Gewehr. Okay, der ist ganz schön pisserig. Schweinchen seit Schnauze. So. So. Das war's. Nein. Nein. Nächste Runde kann ich dann das Teil einsetzen. Ist logisch. Und ja. Seine Heldenfähigkeit ist etwas. Ich, bevor mich die ganze unterbrochen hat, wollte ich sagen, seine Heldenfähigkeit ist etwas overpowered. Da er einfach mich angreifen kann, ohne irgendwie etwas machen zu müssen, so richtig. Und jetzt töte ich erstmal das. Nächste Runde ist er tot. Wenn er jetzt nichts macht, dass beide da sterben. Ja, okay. Nein. Genau das hatte ich nicht gehofft. Ich zerschmettern! Meine Erfindung gefällt. Bam. Ist der Typ tot? Das war bisher, glaube ich, der schwerste, meiner Meinung nach gerade. Der hat ganz schön genervt. Eine Stufe und ihr schaltet eine weitere Karte frei. Okay. Also spiele ich nochmal eine Runde weiter mit ihm. Also mit ihr, dem Magier. Magierin. So. Das dürfte.
Blöd, wenn jetzt die Aufnahme dürfte nicht unterbrochen werden. Ah, ist schon 6 Minuten. Ist schon 9 Minuten. Garrosch, Alter. Ich würde sagen, dass Sieg. Sieg ist für mich gut. Ich bin mit den Karten okay. Den besiege ich noch und dann überspringe ich sozusagen, überspringe ich alle anderen Kämpfe und habe dann eben alle freigeschaltet. Nee, der kann ruhig angreifen. Ach, das ist der Typ mit dem Schild. Oh Gott. Der stark offensive Typ mit dem Schild. Das freut mich doch. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Oh Gott, du nervst, Kleiner, du nervst. Das ist einfach der nervigste. Auch einer deiner. Und ich glaube, okay, der greift den an. Stimmt, da ist er immer so offensiv. Sagen wir, ich mache das so, ich möchte keine viel Schaden mehr in der nächsten Runde nehmen. Setze ich den an und den. Das war's. Ich hoffe mal, der Ton ist nicht zu laut und auch nicht zu leise. Weil das ist ja gerade sozusagen ein wichtiges Game, wichtiges Spiel sozusagen, mache ich ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist jetzt leise genug. Das wäre sonst. Okay. Er ist scheinbar auf Ansturm ausgelegt. Ich mache den Ton doch noch ein bisschen lauter. Ich könnte die Qualität zwar auch schon auf hoch machen, aber ist jetzt eben, das ist jetzt eben so. Das Dingo, ja. Ja, ich hab doch gesagt, und er gibt sich wieder Rüstung. Und er greift den an. Ja, du bist nervig. Das hast du, glaube ich, auch schon kapiert. So. So. Okay, ich muss ihn wirklich sofort angreifen. Jede Runde wird er sein Schild aktivieren. Dadurch muss ich einfach immer sein Schild raus haben. Und er hat auch so einen. Okay, er greift den an. Ach ja, weil er den schnell wegbekommt. Gut. Jetzt hat er schon weniger Leben wieder. Den hasse ich. Der ist einfach so unfair. Deswegen ist er jetzt ein Schaf. Sehe ich noch die und den. Okay. Kann ich die nächste Runde einsetzen und mir Schaden machen. Der hat wirklich die stärksten von allen Karten, finde ich. Und er vielleicht sich selbst für Angriff. Ihn greift er. Okay, er greift den an, damit das scharf. Nein. Warte. Okay, das ist der Unfaire. Ich muss alle verschärfen. Anders geht's nicht. Wenn ihr meint. Ich muss einfach mal alle verschärfen. Die Tore sind geöffnet. Für den habe ich jetzt keinen Schaf mehr. Der ist wirklich einfach mega stark. So, so. Ich habe nicht genug Mana. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint. Und das geht's nicht. Seit ich muss an dem Typ vorbeigehen. Ja, und er jetzt noch ein Spotter.
Ich kann dagegen eben nichts machen. Wenigstens kann ich dadurch den noch killen. Der hier gehört mir. Sorry. Der nimmt dann wieder 6 Damage und nochmal. Und er setzt wahrscheinlich gleich schon wieder Spotter und macht sich selbst Rüstung und ist dadurch einfach doppelt so stark. Oh, die Zeit. Okay. Das freut mich. Tschüss. Gut. Ja, ich freue mich, dass er endlich tot ist. Und der Ton dürfte leise genug sein, wenn man überhaupt hört. Das wäre, nein, so nicht. Okay, bin ich jetzt eine Stufe weiter und hab... Okay, ich würde sagen, ich spiele jetzt noch die anderen, Charaktere frei und bis gleich. So, Leute, ich hab alle Charaktere freigeschaltet. Und ich hab mir jetzt gedacht, ich kaufe ein neues Pack. Euch mal einen der neuen Pakete und Kauf abgeschlossen. Und jetzt gucken wir, was wird. Zuerst machen wir das normale. Öffnen wir und. Okay. Schön, 2 seltene. Okay. Macht euch auf die glanzvollsten Tierspell. Die spektakulärsten Nebenattraktionen und die imposantesten Kämpfe aller Zeiten gefasst. Freut mich. Wow, der ist stark. Schreibe schon mal ein zu wenig Toten. Fügt einen Diener. Wow, 8 Schaden. Und? Stellt 7 Leben wieder her. Deckt einen Diener aus jedem Deck auf. Stellt stattdessen 14 Leben wieder her, wenn euer Diener mehr. Alter! Das ist krass. Freut mich, dass ich jetzt hier so ein bisschen gesehen habe. Ich kann auch eigentlich jetzt eine Runde spielen, tue ich aber nicht. Ich habe ein Magier-Deck gemacht, das kann ich euch kurz vorzeigen. Meine Sammlung. Hier das Magier-Deck. Das ist eigentlich recht gut. Also ich habe das mir so zusammengestellt, dass ich sozusagen was Starkes gegen die Gegner habe. Ich werde es bis zum nächsten Part verändert haben und richtig gemacht, also noch besser gemacht haben. Und ich würde sagen, ich habe jetzt alle Charaktere freigeschaltet. Kann auch zu jedem Charakter vielleicht ein kleines Deck machen. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.